Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, hier Archivbilder, sieht sich durch das Urteil des Amtsgerichts im Bußgeldverfahren gegen einen Studenten, wir haben gestern berichtet, bestätigt. Das Gericht habe das Verfahren eingestellt, nicht, wie vom Rechtsbeistand des Studenten gefordert, beendet. Zu einer Einstellung komme es jedoch nur, so Palmers Erklärung, wenn eine Ordnungswidrigkeit vorlag oder zumindest wahrscheinlich ist, diese jedoch nicht weiter verfolgt werden soll. Warum das Gericht eine weitere Verfolgung nicht für angebracht halte, ist für den OB ohne Begründung jedoch nicht nachvollziehbar. Er hält diese Entscheidung für fragwürdig.